Hallo zusammen. Wir sind ja noch bei den elektrischen Ladungen. Also wenn mich jemand wieder so eine Ladung nehmen, das soll eine positive Ladung sein, und die soll an einem festen Platz sitzen. Und wir wollen uns mal überlegen, wie wir den Einfluss dieser Ladung hier auf ihre Umgebung darstellen können. Wir wissen ja, wenn wir eine andere Ladung in die Nähe bringen, dann wirkt zwischen diesen beiden Ladungen eine Kraft. Also wenn wir hier eine Probeladung, die soll die Ladung klein q sein. Wenn wir das in die Nähe tun, dann wirkt hier eine Kraft, und das würde passieren an jedem beliebigen Ort rund um diese Ladung groß q. Und diese Kraft wäre ja gegeben durch das Coulombsche Gesetz. Also das Coulombsche Gesetz, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, das war ja eine Konstante, mal hier wäre es die Ladung groß q, mal die Probeladung klein q und geteilt durch den Abstand zwischen den beiden Ladungen zum Quadrat. Das war die Kraft, und ich habe letztes Mal gar nicht gesagt, diese Konstante K, die kann man auch als Coulombsche Konstante bezeichnen. Und die betrug ja 9 mal 10 hoch 9 Newton Meter Quadrat durch Coulomb Quadrat. Die sieht man also oft unter dem Namen Coulombsche Konstante. In dieser Form bestimmt die Gleichung zumindest den Betrag der Kraft. Und wir wissen, dass die Kraft immer radial von dieser Ladung hier weg zeigt. Also für jeden Raumpunkt rund um diese Ladung groß Q wissen wir, wie groß die Kraft ist. Wir wissen auch die Richtung der Kraft, die hier auf eine Probeladung einwirken würde. Wir konnten hier also von einem Kraftfeld reden. Ein Feld. Ein Feld ist ja in der Physik nichts anderes als die räumliche Verteilung einer Größe. In dem Fall wär das halt die räumliche Verteilung der Kraft. Also Feld, die räumliche Verteilung einer physikalischen Größe. Es gibt ja auch skalare Felder. Es gibt in der Physik viele Typen von Feldern. Räumliche Verteilung der Temperatur, ein skalares Feld. Oder hier in unserem Fall eben die räumliche Verteilung von Kraftvektoren. Wenn wir jetzt das Kraftfeld betrachten, was durch die Ladung groß Q und durch die Ladung klein q hier bestimmt wird, dann würde uns ein Bild dieses Feldes nicht allzu viel weiterhelfen. Es würde nämlich nur für diese spezifische Probeladung q gelten, aber nicht für andere Ladungen. Deshalb wäre es geschickter, wenn wir, um den Einfluss dieser Ladung q auf die Umgebung darzustellen, wenn wir da ein Feld aussuchen, was von dieser Ladung klein q unabhängig ist. Das würde dann für alle Ladungen gelten. Und dieses von klein q unabhängige Feld, das kriege ich, indem ich zum Beispiel den Betrag dieser elektrostatischen Kraft hier durch den Wert der Probeladung teile. Und ich sage, das ist mein elektrisches Feld. Das ist das, was nur von groß Q hier bestimmt wird. Und wenn ich jetzt die Kraft auf eine bestimmte Probeladung Q haben möchte, dann muss ich dazu nur diese Ladung mit dem elektrischen Feld multiplizieren. Wie ist es dann mit den Richtungen? Die Kraft und das elektrische Feld haben je nach Vorzeichen der Ladung Q entweder die gleiche Richtung oder entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wenn ich hier eine positive Ladung habe und hier eine negative Ladung, dann zeigt mein elektrisches Feld immer von Plus nach Minus. Wenn wir hier eine positive Ladung hinbringen, dann würde die positive Ladung in Richtung des elektrischen Feldes abgelenkt werden. Wenn wir eine negative Ladung hier einsetzen, dann würde sie dem elektrischen Feld entgegenlaufen. Und das heißt, aufgrund dieser Definition zeigt das elektrische Feld immer von Plus nach Minus. Vielleicht schauen wir uns einfach mal ein paar Zahlenwerte an dazu. Also wenn ich jetzt sage, meine Ladung groß Q, die lege ich mal fest als 1 mal 10 hoch minus 6 Coulomb. Wie groß wäre denn dann mein elektrisches Feld? Also der Betrag der Kraft geteilt durch Q, da bleibt ja nur übrig die Konstante K, die Ladung groß Q und das d². Was heißt denn jetzt das d², wenn die zweite Ladung, die Probeladung eigentlich fehlt? Da gibt es ja gar kein d mehr. Nun, ich kann das d² ja nehmen als, ja, das ist einfach meine Ortsangabe, das ist sagen mein Abstand von der Ladung. Also mein elektrisches Feld im Abstand d von der Ladung. Das wäre dann gleich k mal groß Q geteilt durch d². So ist das zu verstehen. Oft sieht man das auch mit r ausgedrückt. Das ist vielleicht die gewohntere Schreibweise. Ja, e von r, also vom Abstand r
von der Ladung ist gleich K mal Q durch R². Ja, wenn ich das dann mal einsetze mit den Werten da oben, dann hätten wir der Betrag von E im Abstand D wäre, K war ja 9 mal 10 hoch 9 mal 1 mal 10 hoch minus 6 mal 1 durch D². Und das gibt mir 9 mal 10 hoch minus 6 gibt mir 10 hoch 3, also 9000. 9000 mal 1 durch D². Ja, 9000 was denn überhaupt? Hier nach dieser Gleichung sieht man schon, dass die Einheit des elektrischen Feldes wäre dann Newton pro Coulomb. Wenn ich es mit der Ladung Q multipliziere, dann kürzen sich die Coulomb und mir bleiben die Newton übrig. Also Newton pro Coulomb. Das heißt, im Abstand von, wenn ich jetzt D gleich 1 Meter wähle, dann ist mein elektrisches Feld 9000 Newton pro Coulomb, oder im Abstand von D gleich 3 Meter, dann würde mein elektrisches Feld gleich 3 mal 3 ist 9, also das wäre dann nur noch 1000 Newton pro Coulomb. Also das elektrische Feld nimmt schon sehr schnell ab mit steigendem Abstand. Ja, das wären so ein paar Zahlenwerte dazu, was uns natürlich auch hier an dieser Gleichung auffällt. Falls wir jetzt eine Probeladung von einem Coulomb nehmen würden, das ist natürlich eine riesige Ladung, also als Probeladung kann man das kaum noch verzeichnen. Und in der Realität hätte diese Probeladung sicher auch Einfluss auf die Verteilung der anderen Ladungen hier. Aber also wenn ich hier rein vom Zahlenwert diese riesige Ladung, ein Coulomb, als Probeladung nehmen würde, dann wäre auch der Betrag des elektrischen Feldes gleich dem Betrag der Kraft, die auf diese Probeladung einwirkt. Also mit einer Probeladung von 1 Coulomb, dann hätte ich hier im Abstand von 1 Meter eine Kraft von 9000 Newton und im Abstand von 3 Meter eine Kraft von 1000 Newton auf diese Probeladung von 1 Coulomb einwirken. Was ist denn, wenn ich jetzt was ganz Kleines nehme, zum Beispiel ein Elektron? Ein Elektron hatte die Ladung von minus E, also minus der Elementarladung, und das war gleich 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Und auf dieses Elektron, wenn wir das in, sagen wir mal, in 3 Meter Entfernung zu dieser Ladung groß Q bringen, dann wäre meine Kraft auf das Elektron, wäre die Ladung des Elektrons, also minus E mal das Feld, und 1,6 mal 10 hoch minus 19 mal 1000 gibt mir also minus 1,6 mal 10 hoch minus 16 Newton. Das wäre die Kraft, die auf das Elektron wirken würde. Und die würde wirken in Richtung dieser Ladung groß Q. Diese Zahl hier, diese 1,6 mal 10 hoch minus 16 Newton, die sagen uns vielleicht im ersten Moment mal nicht viel. Aber wenn wir das vergleichen mit der Masse des Elektrons, die Masse des Elektrons, das waren ja so ungefähr 9 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Und wenn wir dann denken an diese Formel, Masse mal Beschleunigung ist gleich Kraft. Das heißt, für ein Elektron im elektrischen Feld würden riesen Beschleunigungen auftreten. Die Beschleunigung in so einem elektrischen Feld wäre was in der Größenordnung von 10 hoch 15 Meter pro Sekundenquadrat. Also so ein Elektron würde in seiner Bewegung vom elektrischen Feld sehr, sehr stark beeinflusst werden und würde der Richtung des elektrischen Feldes immer sehr genau folgen. Ja, nach diesen Zahlenbeispielen gehen wir nochmal zurück auf das ursprüngliche Ziel, was wir hatten. Wir wollten ja das elektrische Feld darstellen. Wir wollten einen Überblick über das elektrische Feld bekommen. Wenn wir nochmal so eine positive Ladung hier nehmen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das elektrische Feld darzustellen. Eine Möglichkeit verwendet Feldlinien. Feldlinien ist jetzt nichts Physikalisches, sondern Feldlinien ist etwas Zeichnerisches. Stellen da die Richtung der Kraft des elektrischen Feldes. Also wenn ich hier so eine punktförmige positive Ladung habe, dann würden meine Feldlinien so wie Sonnenstrahlen von dieser Ladung hier ausgehen. Das wären Feldlinien. Radial nach außen. Und die zeigen mir einfach die Richtung des elektrischen Feldes und damit auch die Richtung der elektrostatischen Kraft an.
So, das wären die Feldlinien. Die Länge der Feldlinie hat nichts zu sagen. Also ich kann die beliebig lang malen oder ziemlich kurz malen, tut nichts zur Sache. Die Stärke des elektrischen Feldes wird mir durch etwas anderes angezeigt. Die Stärke des elektrischen Feldes wird mir durch die Dichte der Feldlinien angezeigt. Also wenn ich hier so eine Probefläche habe, ich nehme mal diese Fläche hier raus, dann sehe ich, aha, in diesem Teil des Bildes gehen mir zwei Feldlinien durch diese Fläche durch. In diesem Teil des Bildes, wenn ich dieselbe Fläche hier einmale, in diesem Teil des Bildes geht mir nur eine Feldlinie durch diese Fläche durch. Das heißt, hier links ist das Feld schwächer als hier rechts. Also rein optisch zeigt mir die Dichte der Feldlinien an, wie stark das Feld jeweils ist. Hinter diesen Feldlinien steckt jetzt kein physikalischer Effekt. In jedem Punkt des Raumes rund um diese positive Ladung wirkt die elektrostatische Kraft. Also auch ein Teilchen, was hier sitzen würde, zwischen den Feldlinien, auch dieses Teilchen würde die elektrostatische Kraft erfahren und entweder hier von der positiven Ladung angezogen oder abgestoßen werden. Die Feldlinie zeigt mir nur eine Auswahl der Richtungen des Feldes an und wenn ich auf die Feldlinien schaue, dann kann ich mir so ungefähr vorstellen, wie das Feld aussieht und ich kann mir anhand der Dichte der Feldlinien auch etwas vorstellen von der Stärke des Feldes, auch wenn ich weiß, dass die Kraft ja eigentlich in jedem Punkt des Raumes vorhanden ist. Ja, und daneben gibt es noch eine andere Darstellungsart des elektrischen Feldes, nämlich mit den Feldvektoren. Da zeichne ich tatsächlich die Vektoren des elektrischen Feldes ein. Das heißt, da muss ich auch die Länge meiner Pfeile beachten. Und ich muss beachten, dass ich im selben Abstand hier von dieser Ladung dann auch dieselbe Länge des Feldvektors einmale. Das heißt, wenn ich hier diesen Abstand wähle, müssten alle Vektoren in diesem Abstand gleich lang sein. Und hier weiter draußen wären die Feldvektoren natürlich deutlich kürzer, weil ja auch das elektrische Feld dort deutlich kleiner ist. Also so wäre eine Vektordarstellung des elektrischen Feldes. Interessant wird es, wenn wir mal zwei verschiedene Ladungen nebeneinander stellen. Wenn wir hier eine positive Ladung hinstellen und hier eine negative Ladung. Und dann mal versuchen, die Feldlinien für dieses elektrische Feld hier einzumalen. Da können wir einen Trick verwenden. Da können wir wieder mal so eine Probeladung hier nehmen und die stellen wir einfach hier irgendwie an verschiedenen Stellen und überlegen uns, wie sich diese Probeladung bewegen würde, welche Kräfte auf diese Probeladung wirken würden und anhand dieser Überlegung können wir dann die Feldlinien ermitteln. Also wenn wir die erstmal hier in die Mitte zwischen diesen beiden Ladungen hinstellen, dann können wir uns ja ziemlich sicher sein, dass sich diese Probeladung entweder nach links bewegen würde, wenn sie negativ wäre, oder nach rechts, wenn sie positiv geladen wäre. Also die erste Feldlinie ist mal auf jeden Fall hier gerade zwischen diesen beiden Ladungen. Und per Definition geht die Feldlinie nur von Plus nach Minus, das heißt, die würde die Kraftrichtung für ein positiv geladenes Teilchen hier anzeigen. Ja, wie sähe es aus, wenn wir dieses Teilchen hier hinbringen würden? Welche Richtung würde da die Kraft gehen? Nun, wenn es ein negatives Teilchen wäre, würde natürlich die Kraft hier, die Anziehungskraft, in diese Richtung gehen. Wenn es ein positives Teilchen ist, dann würde es abgestoßen werden, dann würde es erstmal hier radial nach außen laufen. Allmählich würde aber der Einfluss der negativen Ladung größer werden und der Einfluss der positiven Ladung kleiner werden, weil sich die Abstände beider Ladungen allmählich annähern. Und das würde sich in einer Kurve der Bahn des Teilchens zeigen. Es würde so abgelenkt in Richtung auf die negative Ladung und hier in der Mitte zwischen den beiden Ladungen wären also die Kraftwirkung beider Ladungen gleich groß und dann würde es allmählich abgelenkt werden hin zu der positiven Ladung. Also so könnte eine Bahn eines geladenen Teilchens aussehen und nach unten wäre das natürlich symmetrisch. Wenn das Teilchen jetzt hier dazwischen säße, dann sähe die Bahn halt so aus. Und so. Und weiter außen wäre die Bahn vielleicht so.
Naja, da gibt es schönere Abbildungen, aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Ja, wie hängt dieses Feldlinienbild jetzt eigentlich mit der Vektordarstellung zusammen? Die Feldlinie soll ja die Richtung der elektrostatischen Kraft anzeigen und damit auch die Richtung des elektrischen Feldes. Nun, wenn ich mir jetzt so einen Punkt herausgreife, also ich nehme mal den Punkt hier, und dann wirken ja auf diesen Punkt zwei Kräfte eigentlich ein. Eine Kraft, die hier von dieser positiven Ladung kommt. Und die wirkt hier radial nach außen. Das wäre also meine erste Kraftkomponente, wäre hier diese Kraft. Und dann gibt es noch die zweite Kraftkomponente, und das ist die anziehende Kraft. Das wäre die anziehende Kraft hier von dieser Ladung. Das heißt, ich hätte hier auf meine positive Probeladung hätte ich hier noch eine anziehende Kraft, die von dieser Ladung her rührt. Und wenn ich das beides addiere, dann kriege ich sozusagen die resultierende Kraft. Und das wäre dieser Kraftvektor sozusagen. Und wir sehen, dass dieser Vektor nun gerade die Tangente zur Feldlinie ist. Und das muss ja auch so sein. Wenn mir die Feldlinie in jedem Punkt die Richtung der Kraft anzeigen soll, dann ist der Kraftvektor gerade die Tangente zur Feldlinie. Ja, so viel zur Einführung in das elektrische Feld. Wir werden uns auch weiter damit befassen in den nächsten Videos, wenn wir nämlich die Energie des elektrischen Feldes berechnen.